Tag zusammen. Wir wollen nun die Energiekennzahlen, die wir in den vorherigen Videos definiert haben, einmal anhand eines Rechenbeispiels ermitteln. Hierzu dargestellt die Energieproduktion eines Kraftwerks. Die grünen Balken geben jeweils an, wie groß die Leistung in dem Fall ist. Jetzt über 6 Stunden. Hier zum Beispiel sind wir bei 90 Megawatt. Die Nennleistung unseres Kraftwerks soll 120 Megawatt sein. So, mit diesen Angaben lässt sich nun berechnen, wie groß unsere einzelnen Kennzahlen sind. Also was wir berechnen wollen, ist, wie groß ist die Energie, die in dem Intervall von 24 Stunden produziert wird. Wir wollen die mittlere Leistung bestimmen. Das ist eine Größenordnung. Dann natürlich die Volllaststunden oder Vollbenutzungsstunden. Entsprechend die Benutzungsdauer. Als Kenngröße, wir wollen den Nutzungsgrad ermitteln. Und entsprechend natürlich dann auch den Belastungsfaktor. Und schließlich den Bedarfsfaktor und den Reservefaktor. Der Reservefaktor. So, also diese Größen sollen nun bestimmt werden. Was jetzt ganz sinnvoll ist, das Video vielleicht mal kurz zu pausieren, sich selber an der Aufgabe zu versuchen. Und dann schauen wir uns gleich die Lösung dieser Berechnung an. Berechnen wir zunächst die Energie, die in unserem Zeitintervall von 24 Stunden erzeugt wird. Das heißt, wie ist die Berechnung? Die Energie ist ja die Summe bei diskreten Werten über die Leistung in einem Zeitintervall multipliziert mit der Intervalllänge von i gleich 1 bis n. Also wir haben jetzt vier Zeitintervalle, jeweils Dauer 6 Stunden. Und die Leistung, die jetzt dann jeweils anliegen, das sind 90 Megawatt von 0 bis 6 Uhr. Dann haben wir für 6 Stunden 100 Megawatt. Dann von 12 bis 18 Uhr sind wir bei 70 Megawatt. Und dann im letzten Intervall haben wir 80 Megawatt an Leistung. Was ergibt sich damit für die Energie, wenn wir das also jetzt aufsummieren? Das sind also 90 Megawatt multipliziert mit 6 Stunden Zeitdauer. Unsere Intervalllängen sind ja immer gleich lang. Ja, dann führen wir diese Summation weiter aus. Wir haben 100 Megawatt mal 6 Stunden plus 70 Megawatt mal 6 Stunden plus 80 Megawatt mal 6 Stunden. Und das macht dann zusammen, genommen sind das dann 2040 Megawattstunden. So, die Energie, die wir jetzt erzeugen in unserem Intervall, das sind 2040 Megawattstunden. Man erkennt auch hier nochmal den Vorteil, wieso man in der Energieeinheit Wattstunde agiert. Das ist deutlich einfacher, als jetzt der Wechsel über die Energieeinheit Joule zu gehen. Das heißt, die 6 Stunden, die wir jetzt hier haben, umzuwandeln in 21.600 Sekunden, dann über die Joule zu gehen und dann wieder zurückzurechnen, die Wattstunden, bei der Betrachtung dann gleich der voller Stunde, der Benutzungsdauer etc., ist natürlich die Einheit der Wattstunde deutlich attraktiver in der Nutzung. Als nächstes berechnen wir die mittlere Leistung, die anliegt. Die mittlere Leistung ist ja definiert als das Verhältnis der Energie im Zeitraum bezogen auf die Länge unseres Zeitraums. Das heißt, in unserem Fall haben wir also 2040 Megawattstunden, die erzeugt werden, dividiert durch die Periodendauer. Das sind 24 Stunden. Das macht also eine mittlere Leistung von 85 Megawatt. Wenn wir das jetzt hier einzeichnen in unserem System, machen wir es mal hier in einer anderen Farbe, dann landen wir hier bei 85 Megawatt. Das ist jetzt also PM, unsere mittlere Leistung.
die anliegt, die Fläche, die wir jetzt hier markieren oder einkästeln durch das Rechteck, die ist natürlich genauso groß. Also diese Fläche hier, die jetzt in diesem roten Rechteck liegt, ist genauso groß wie die Fläche unserer vier grünen Balken, weil natürlich die Energiemenge als Fläche unter den Kurven gleich groß sein muss. Das ergibt sich einfach aus der Definition der mittleren Leistung. Das heißt also, die nächste Kennzahl haben wir bestimmt. Wir wollen uns jetzt nun anschauen, wie groß die Volllaststunden sind. Die Volllaststunden sind definiert als das Verhältnis der Energie bezogen auf die Nennleistung. Die Nennleistung sind 120 Megawatt. Also wenn wir das jetzt mal berechnen, wir haben die 2040 Megawattstunden und dividieren das nun durch die 120 Megawatt Spitzenleistung oder Nennleistung, nicht Spitzenleistung, sondern Nennleistung in unserem Fall und können das nun betrachten. Das sind genau 17 Stunden. Also auch das lässt sich natürlich grafisch darstellen. Wenn wir jetzt also die Nennleistung haben, läuft dann 17 Stunden lang, wenn man nur gedanklich zwei Zustände, entweder volle Einspeisung mit Nennleistung oder das System speist gar nicht ein. Das heißt, in dem Fall haben wir jetzt also 17 Stunden, die unser System einspeist und dann abgeschaltet wird. Das heißt, wir landen hier unten bei 17 Stunden. Das sind unsere Vollaststunden mit einem P-Max von 120 Megawatt. Und auch die Fläche, die jetzt hier unter dieser Kurve liegt oder eingegrenzt wird durch unser Rechteck, die ist natürlich entsprechend genauso groß wie die grüne Fläche. Das ergibt sich erneut aus der Definition. Wir haben damit dann also unsere Vollaststunden von 17 Stunden berechnet. Das System wird also 17 Stunden mit voller Nennleistung einspeisen, danach abgeschaltet werden und werden unsere 2040 Megawattstunden in diesem Fall erzeugt. Entsprechendes gilt nun für die Benutzungsdauer oder die Peak Load Hours. Wenn wir die nun berechnen wollen, was ergibt sich? Wir müssen natürlich dazu wissen, was ist die Spitzenleistung, die anliegt. Das sind hier unsere 100 Megawatt. Das ist die höchste Leistung, die im betrachteten Zeitintervall anliegt. Das heißt also PP. Ergänzen das mal hier oben sind 100 Megawatt, das ist die Spitzenleistung. Naja, und dann ergibt sich für die Benutzungsdauer, das ist also die Energie im Zeitintervall, 2040 Megawattstunden, jetzt dividiert durch 100 Megawatt, nämlich jetzt nur noch dividiert durch die Spitzenleistung, nicht die Nennleistung, da ergeben sich dann halt 20,4 Stunden, also ein etwas größerer Wert. Auch der lässt sich natürlich einzeichnen. Machen wir das mal in gelb. Das heißt also, wir sind jetzt hier dann bei ja, ungefähr landen wir ja, hier, machen wir es mal ungefähr bis hier. Also dann haben wir hier ungefähr die 20,4 Stunden, die wir dann haben mit unserer Spitzenlast PP von 100 Megawatt. Und auch hier gilt natürlich wieder für dieses gelbe Rechteck. Die Fläche des gelben Rechtecks entspricht der Fläche des orangenen Rechtecks, des roten Rechtecks und natürlich unserer vier grünen Säulen. Die Energie ist entsprechend gleich groß. Gut, dann können wir nun die nächsten Kennzahlen berechnen. Den Nutzungsgrad, den Capacity Factor, CP. Der CP-Wert ergibt sich aus, haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir dividieren die Volllaststunden durch die 24 Stunden Periodendauer oder wir nehmen die Energie, dividieren die durch die Nennleistung und durch die 24 Stunden. Da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Als Ergebnis ergibt sich, das sind 0,708 oder 70,8% als Nutzungsgrad, als Capacity Factor. Der Load Factor oder Belastungsfaktor FL, analog, da dividieren wir jetzt ja dann durch die Spitzenleistung. Also wie sieht dann der Load Factor aus, wenn wir den ausrechnen? 0,85 ergibt sich einfach aus der Division.
Wir haben die Energie, dividieren die durch die Spitzenleistung, bekommen also unsere Benutzungsdauer, und die Benutzungsdauer dividieren wir dann wieder durch das, durch die Periodendauer 24, also 20,4 durch 24 ergibt 0,85 oder 85%. Schließlich haben wir jetzt noch unseren Bedarfsfaktor oder Demand Factor. Auch den wollen wir noch bestimmen. Das ist ja, als Kehrwert des Reserve Factors oder des Reservefaktors das Verhältnis aus der Spitzenleistung dividiert durch die Nennleistung, also 100 Megawatt durch 120 Megawatt, das ist ein Wert von 0,833, und entsprechend der Reservefaktor als Kehrwert von 1,2. Das heißt, also hier ist die Interpretation des Reservefaktors in der Regel die interessantere. Das heißt, wir haben also 20% mehr Nennleistung als die Spitzenleistung, aber wir haben noch ausreichend Reserve in Bezug auf die Auslastung unserer Anlage. Wir kommen nicht in die Situation, dass die Spitzenlast sehr nah oder sogar die Nennleistung erreicht. Das ist natürlich insbesondere dann relevant, wenn wir Kraftwerke haben und dann den Stromverbrauch und elektrischen Energieverbrauch kennen. In unserem Fall also der Reservefaktor von 1,2. Das heißt also, mit diesen Rechenregeln, mit diesen mathematischen Operationen lassen sich nun die Energiekennzahlen, die wir definiert haben, recht leicht berechnen. Wenn es komplexere Datenreihen sind über ein ganzes Jahr mit Stunden- oder sogar 15-Minuten-Werten, wie sie in der Energiewirtschaft üblich sind, dann lassen sich diese Rechnungen natürlich dann von Hand noch sehr aufwendig machen. Das macht man dann normalerweise mit dem Computer, entsprechend mit Tabellenkalkulationsprogrammen, um dann diese Kennzahlen sehr schnell zu bestimmen und dann natürlich auch ins Verhältnis zueinander zu setzen.